Schild drin vielleicht? Nein. Ein Schild. Genau, das ist ein Schild. Leute, definiert ein Schild. Dann, wenn ihr ein Schild definieren sollt, hier ein Schild. Nein, natürlich nicht, es ist ein Bild. Ich habe mich zu viel gedreht. Nein. Hier aber. Ich suche erst dieses eine Stockwerk ab und dann... Könnt auch die SDS anmelden. Ja, gut, da ich möchte bei der SDS mitmachen. Jo, da gehen sie erstmal auf die Warte-Lounge. Wenn wir sie über 10 Jahre aufrufen, dann können sie mitmachen. Hab jemanden gesehen, der da draußen rumläuft. Da. Pixel. Was? Pixelfaser oder so? Und den Namen nicht richtig erkennen. Tab. Oh, mit Pixel Potter. Ach so. Wo wäre das Haus nämlich auffällig? Das Haus hatten wir. Entweder hier da lang oder hier lang. Ich will jetzt hier lang. Kleidekabine, auch nichts drin. Nope. Das Gefühl in diesem Dorf ist wirklich nichts versteckt. So, das heißt, das Haus haben wir. Gehen wir in das Haus, was gegenüber liegt. Das ist auch nichts. Ist auch kein Osterei drin. Das wäre dann ja auch schon geschmolzen. Wer hat den Klug? Wollte gar nicht doppelt. Ich wollte zumachen. Also hier haben sie Potenzial für Ostereier verschenkt. Muss ich sagen. Es sind genug Sachen, wo sie hätten welche verstecken können. Auch welche, die nicht so offensichtlich in den Häusern sind. Na gut. Weiter. Hallo Huhn. Ne, garstiger Hase. Ich sag immer Huhn. So, wir sind auch hier. Ja, die Seite. So. So, mir noch, wie viel immer noch? Quatsch. Nein, 106. Hier eine Bar, okay. Bar nicht, ne? Das sieht, das hier ist ein Restaurant. Sich nicht alles gewinne und finde ich eh nie davon ausgegangen, dass ich im Oster-Event hier viel finden kann. Zumal ich nicht mal wusste, ob ich überhaupt mitmachen kann. Aufgrund der Gesundheit. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt mitmachen kann und dass ich schon so viele Ostereier gefunden habe. Manchmal schon, manchmal nicht. Mal Unterschied. So viele Möglichkeiten verschenkt, schade. Finde ich echt schade. Ich glaube, hier in diesem Dorf ist wirklich nichts. Ich habe meine Osterzeit hier verschwendet.
gesagt, das heißt nicht, dass das Dorf nicht schön ist. Im Gegenteil, es ist schön. Aber... Und jetzt für Ostern, für das Oster-Event. Bringt mir das jetzt leider gar nichts. So, wie komme ich hier wieder raus? Hier raus. Da. Vorne raus. Bin ich natürlich nicht vorne raus. Ja gut, wo waren wir denn jetzt? Ah gut, hier waren wir anscheinend noch nicht. Oh, Items. Das soll die kleine Barrikade da unten darstellen. Trotzdem rein. Einfach so. Äpfelchen, Äpfel, Karotten, Brot. Yay. Eigenen Pool. Pinch. Eine Schaukel. Juhu. Ein Sägewerk, ein kleines. Hier verschiedene Holzarten. Das ist cool gemacht. Da liegen die Holzarten sogar rum. Arbeitsplatten und Werkbänke. Genau wie ich mir dachte. Hier oben schlafen die Holzfäller und essen und trinken. Okay, ich sehe gerade, der Server muss einmal neu gestartet werden. Bin ich denn jetzt hier durch mit den Häusern? Hier ist das Restaurant, wo wir drin waren. Sind von hier gekommen? Genau. Ja, dann müsste ich durch sein. Das heißt, wir folgen dem Weg weiter. Bei dem Haus waren wir noch nicht drin. Okay. Gut, in 30 Sekunden gibt es also Neustart. Den werdet ihr dann natürlich nicht miterleben. Den werde ich rausschneiden. Schnell noch da raus hier. Einen sicheren Platz stellen. Aber die Lichter gucken. So. Und wir sehen uns dann wieder. Dann schaffe ich es noch einen Fisch zu essen. So. Server neu gestartet. Und zack. We'll be right back.
ich auch noch nicht so. Ich wollte noch mal ein bisschen höher ein. Hab krumm gebastelt. Da, wir warten, bis das Tor da hinten wieder offen ist. So, in dem Moment sollte er wieder da. So, und weiter geht's. Wir waren dabei, wie lange zu gehen. Steht hier drin. Cookie World Station. Ach, das ist eine Zugstation. Okay. Ah, hier geht's zur Stadt. Das ist die Station sogar. Okay. Hier geht's rein. Vielleicht finden wir hier ein Osterei. Und hier geht's schon wieder raus. Was soll das? Da durch. Nichts drin. Das wäre gilt als Schatztruhe. Nein. Super. Da. Im Zweifel folge ich den Schienen. Aber einen Weg weiß ich ja noch. Diesen hier. Der sich schon wieder aufteilt in zwei Wege. Hier steht gar nichts dran und oh Gott, was haben wir da hinten für eine Sandburg? Oh je. So, und weiter geht's. Wir gehen jetzt hier lang. Ausgerüstet mit unserem Fisch. Und finden hier so eine Halle, die jetzt anders gefällt wäre. Entschuldigung. Wenn jetzt anders gefällt wäre, hätte ich gedacht, wir sind in Resident Evil Villa. Passiert nichts. Auch hier hat sich ein Hühnchen entfernt. Sogar alles geöffnet. Oh, schön. Sonnenuntergang. Aber dann wird es ja gleich dunkel. Ah. Der Lichtschalter. Das passt ja super. Hier scheint absolut gar nichts drin zu sein. Ein Hauch von nichts. Super. Dafür ein eigener Lichtschalter. Was ist das hier? Hier? Da ist ja noch mehr. Okay. Hätte nur gerne mal wieder. Sonst runtergekommen. Scheint die Garage zu sein. Ja. Ich hätte gerne auch mal wieder irgendwie eine Anzeichen. Nach wir haben nur bis 9 Uhr früh um 6 Uhr anscheinend Zeit. Und
für mich im Klartext weniger, weil ich nicht so lange machen kann jetzt. Noch ausruhen muss das eigentlich. Ist schon wieder. Jetzt hört man sicherlich auch etwas raus. Oh, lasst uns aber auf den Balkon gucken. In mein Märchenschloss. Na, nicht bangen. Yay! Nee, von da kommen wir. Stimmt. Sind wir auf dem vorderen Balkon. Auch hier jede Menge Zimmer, die verwinkelt sind, wo man hätte also überall was hin verstecken können. Noch ein Zimmer mit noch einem Stück Balkon. Oh, die Lampen sind aber cool dargestellt hier. Da hinten ist noch ein anderes Haus in der Richtung. Oh, dann hart mit eigenem Bootssteg. Sieht aus wie eine Villa da drüben. Oder ein Schloss. Märchenschloss. Da müssen wir unbedingt auch noch hin. Aber was mich etwas nervt, immer noch kein Anzeichen auf ein Osterei. Und wenigstens hier eins finden würden. Der Gegend. Aber nein, hier sind alles bloß komplett leere Zimmer. Ich weiß gar nicht, warum wohnt hier keiner? So verlassen. Ist das Gebiet hier hinten generell noch eher für später geplant oder? Oder was soll mir das sagen? Riesiges Zimmer hier. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist. Warum das da kaputt ist. Ich weiß es nicht. Und ob man da wieder rauskommt. Ich schätze ja mal nicht. Nö, hier ist kein irgendwie Hintereingang. Dass man denken könnte, da kann man wieder rein. Dann ist das wohl nicht gewollt. Also an den Herrn oder Sie, Herr Bauer, bitte korrigieren. So viele Versteckplätze für Ostereier. Aber nirgendwo sind hier welche. Weiter. Unsere Karte nützt uns leider überhaupt nichts auf diesem Weg hier. Ich sag mal, wir folgen dem Weg. Dachte eigentlich nur, wir wären dann mit dem Haus, übrigens von hier noch schöner aussieht. Mit dem See im Vordergrund. Ist sich's wohl leben. Cool. Strand. Yay. Strandliege. Na gut, im Dunkeln, Strand liegen. Kann auch Spaß machen. Oh, da hinten geht's noch weiter. Ein Helikopter, cool. Ein Schiff. Anderes Ding. Baum, der in der Luft schwebt noch. Palmen. Das andere Haus, was wir von innen schon gesehen haben. Ein Haus, in das ich jetzt einfach mal reintauche. Zu merken, dass auch hier nichts ist und wir nicht mal an Land gehen können. So schön die Gegend hier hinten auch ist, ich vermisse die Ostereier. Die scheinen echt nicht hier zu sein. Ist noch nicht ein einziges gewesen. So blind kann ich gar nicht sein. Ich hätte bisher wenigstens eins finden müssen.